Wir sind in unserem Jahreskalender der vier Elemente beim Thema Luft. Wo begegnet uns Luft? Der Wind, der ist Luft. Heute bastel ich mit euch eine Wetteruhr. Zunächst brauchen wir eine Korbunterlage und Lauschpapier für den Himmel. Genau, Frau. Ich habe mich für 8 Wetter entschieden. Wind, Schnee, Sonne, Wolken, Gewitter, Sonne und Wolken und Nebel und Wolken. Wir befestigen mit einem Nagel. So, und den Pfeil habe ich auch vergessen, aber der kommt am Schluss. Zuerst beginnen wir mit Wind. Zu der Wolke gibt es noch Wind. Im Winter tanzen Schneeflocken durch die Luft.
Ich hoffe, ihr könnt meine Schneeflocken erkennen. Wir bleiben in der kalten Jahreszeit oder auch in der wärmeren und kälteren. Es gibt Nebel. Treffen sich Sonne und Regen, gibt es nicht nur einen Regenbogen, sondern oft auch Gewitter. Und dann blitzt es und donnert es. Und unsere Fertig ist unsere Wetteruhr. Zurzeit ist wunderschöne Sonne. Und ihr könnt es jede Jahreszeit benutzen. Also,
weißt du, kannst du auch rausfinden, was das bedeutet? Diese Kringel? Wind. Wind, genau da. Kringel dazu, so, deswegen ist es halt kringelig gemacht. Was ist das? Das ist das Zeichen für Nebel. Wenn man draußen nichts mehr sieht. Aber zum Glück haben wir jetzt die Sonne. Und was machen wir, wenn die Sonne scheint? Was haben wir heute Morgen schon gemacht? Planschen. Wir haben geplanscht und selber Regen produziert mit dem Gartenschlauch.